Windows-Tablet für 150 Euro. Geht das? Eines ist klar, für Geld kann man die Welt kaufen. Und sicherlich bekommt man für viel Geld bei Lenovo, Surface oder Dell oder anderen auch richtig geile Geräte. Aber sind die auch so viel besser als das Easepad hier? Das Easepad 4S Pro von Jumper kostet gerade mal 150 Euro. Die Verpackung ist groß, wo doch nur ein Pad und ein Micro-USB-Kabel und zwei Zettel drin sind. Und etwas unförmig angeklebt ist noch ein Netzteil für den runden Ladeport. Es kann also über beides geladen werden. Spezielles Ladegerät oder Micro-USB am Gerät. Wobei beide der Ports richtig Strom ziehen würden. Über 2 Ampere. Das ist gut, denn die Ladedauer ist dadurch sehr gering. Das Gerät verfügt sonst noch über einen USB 3-Anschluss für Peripheriegeräte jeder Art. Micro-HDMI für einen externen Monitor oder Beamer. 3,5 mm Klinkenstecker und ein Micro-SD-Kartenslot, der weniger als Wechselmedium als mehr als dauerhafte Speichererweiterung gesagt ist. So tief und sicher sitzt die Karte drin. Ansonsten noch eine Kamera für Videotelefonie und nicht viel, viel mehr. Und ein Mikrofon. Der 10 Zoll Bildschirm löst mit HD auf und ist matt. Trotzdem sollte man beim Kippwinkel aufpassen, da sich Licht störend drin spiegeln können. Er erkennt 10 Finger und durch den dicken Rand kann man das Tablet sehr gut festhalten. Mit rund 640 Gramm ist es kein Leichtgewicht. Installiert ist Windows 10 Home, welches aktiviert ist und keine billige China-Kopie. Es lässt sich voll auf Deutsch konfigurieren und zieht auch alle Updates, die es so gibt. Unter der Haube werkelt der Atom Z8350, den ich schon von anderen Geräten her kenne. Office-Anwendungen und E-Mails sind für ihn kein Problem. Und auch Spiele laufen. Klar, nicht die neuesten 3D-Games, welche schon in der Anforderung eine externe Grafikkarte fordern. Im Zusammenspiel mit den 4 GB RAM ist alles flüssig. Und man kann selbst Photoshop bei Asus arbeiten machen. Wie ich schon in einem anderen Video gezeigt habe. Der Akku geht locker über 6 Stunden YouTube schauen und surfen. Daher zusammenfassend. Gibt es bessere Geräte? Ja. Habe ich bessere Geräte zu einem besseren Preis gefunden? Nein. Günstiger als viele Android-Tablets bekommt man hier einen Full-HD vollwertigen Windows-PC, welchen man bestimmt auch bald mit einer Dockingstation oder Cover-Keyboard bestücken kann, weil die Vorrichtungen dazu hat er schon. Für mich auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung.